Caroline Lukas. Schön, euch zu sprechen hier bei der Premiere von Oderbruch, der neuen Mystery-Serie der ARD. Was ist das für ein Gefühl? Ganz schöne Aufregung, ne? Ja. Viele Leute da. Ganz schöne Aufregung. Ich stehe ein bisschen neben mir, aber es ist irgendwie ein schönes Gefühl. Man ist nicht ganz man selbst, aber das ist ja auch egal. Muss auch nicht sein. Nö. Nicht immer. Ja. Nein, es ist ein ganz schöner Auflauf. Also ich bin echt sehr positiv überrascht von dem Interesse und der Aufmerksamkeit. Das ist echt schön. Wir sind auch echt sehr stolz auf diese Serie. Deswegen freuen wir uns sehr. Habt ihr es eigentlich schon selber gesehen? Ja, natürlich. Habt ihr einen Link bekommen von der ARD? Ja. Mir fehlen noch die letzten zwei Folgen. Aha! Ja, die habe ich mal aufgestellt. Dann dürfen wir ja den Schluss nicht verraten. Ne? Nein, lieber nicht. Ich möchte das gerne, weil meine Mutter guckt das und mein Vater, die gucken das zusammen und ich will das gerne mit ihnen zusammen erleben, wenn es in der Mediathek das ist. Das ist doch auch toll. Ja. Ja. Wie kamt ihr denn zu den Rollen eigentlich? Also ich habe ein Casting gemacht, klassisches Casting. Ich habe da vorgesprochen, es waren noch sehr, sehr viele Seiten Text. Und dann hatte ich gar nicht mehr damit gerechnet, aber dann kam tatsächlich eine Zusage. Und da habe ich mich sehr gefreut, erst recht, als ich gehört habe, dass der Lukas Gregorowitsch wird. Oh ja. Ja, ist so. Das war ein Ausschlaggebend. Ich möchte jetzt nicht schneiden von links, aber wirklich? Es ist so, Lukas. Ja, wirklich wahr. Sehen Sie, was denn jetzt? Was Neues? Das sind sehr brisante Neuigkeiten. Ja. Ich wusste schon, dass Caroline da mitspielt und wollte deswegen unbedingt mitmachen. Hab mich beworben und es hat geklappt. Ja. Du bist ja die Hauptperson, kann man so sagen, ne? Ja, das muss man so sagen. Ja, aber sie könnte ja nicht die Serie machen, wenn die anderen nicht mitspielen würden. Aber ja, es ist schon genau. So. Sie steht schon im Zentrum. Sie ist schon der. Aber wie war es denn für dich, so die Hauptrolle in so einem Mystery, in so einer Mystery-Serie zu spielen? Ich finde, die Hauptrolle ist immer irgendwie nochmal eine ganz andere Nummer, weil du ja nicht nur die Rolle 1 bist, ergo der Dreh- und Angelpunkt. Ich spüre dann auch immer nochmal eine ganz andere Verantwortung für das ganze Projekt und für das Team und für die anderen Leute. Und das ist manchmal total schön und manchmal ist es auch ein bisschen ein Fluch. Aber hier bei Oderbruch habe ich das immer gerne angenommen, diese Rolle und diese Aufgabe. Du spielst in einen Kommissar, der aus Polen kommt, extra. Eigentlich weiß man es am Anfang gar nicht genau, was macht der hier, ne? Ja, stimmt, der hat ein Geheimnis. Ja. Also man weiß nicht genau, man weiß sehr lange nicht genau, was der vorhat. Der scheint sehr ehrgeizig zu sein und sehr konzentriert auf etwas ganz Bestimmtes. Und was es ist, darf man jetzt noch nicht verraten. Also der hat aber eine ganz eigene Agenda. Ja. Caroline, für dich geht es ja gleich in die Vollen, so mit Gewehr und da schießen. Aber das ist ja was Alltägliches für sie, das macht sie ja quasi. Das macht sie ja quasi hauptberuflich. Die andere Waffe hat sie lange nicht mehr gezückt. Und was das jetzt zu bedeuten hat, das kann man nur rausfinden, wenn man es guckt. Ja. Hast du ein Schießtraining gehabt extra, oder? Ich hatte bei unserem Nachbarn, ich lebe ja auf dem Land, und den habe ich mal gefragt, wie das so mit so einem Gewehr eigentlich geht. Wirklich? Tatsächlich, ja. Und dann habe ich festgestellt, wie verdammt schwer so eine Waffe ist. Also so ein Gewehr. Und habe gemerkt, schaffe ich gar nicht. Ja, ich finde, das wirkt zum Anfang ein bisschen zu groß für dich, ne? Ja gut, aber das Schwert am Ende auch. Das war ein sehr, sehr besonders großes Gewehr. Ja. Das war ein Riesengewehr. Guck mal, ist ja nicht charmant, das ist ja toll. Ja. Was war dann die größte Herausforderung für euch beim Drehen? Waren es so die Drehorte oder die Drehzeit? Also ich glaub, das sieht ja alles sehr düster aus. Die Herausforderung bei so einem Genre ist auch die Spannung zu halten. Ne? Das ist natürlich Caro besonders gefragt gewesen. Man muss sehr ernst sein, sehr viel. Und man ist es ja nicht jeden Tag gerne. Und irgendwie muss man sich auch Luft verschaffen. Ja, also zwischendurch mal Luft holen bei so einem ernsten Genre. Und wenn man die Spannung die ganze Zeit hochhalten muss, muss man auch genau wissen, wie man sich zwischen den Takes und nach Feierabend auch entspannt. Aber für den Zuschauer wird es ja auch ein langer Abend oder eine lange Nacht, ne? Ja, aber so wie die jetzt gesendet werden. Ja, also man kann sich das zum Glück einteilen, wie man will. Ja, wenn man in der Mediathek guckt, ne? Genau. Aber wenn man linear guckt, das geht ja erst spät. Ja, aber man muss nicht alle vier Folgen auf einmal gucken. Ich glaube, das ist schon okay, dass man sich das so gut einteilen kann, wie man möchte. Ich hätte zu viel Angst. Ich würde das gar nicht vor Spannung gar nicht aushalten, vier Folgen bestimmt. Ich fand die besondere Herausforderung tatsächlich diese vielen, vielen Nachtdrehs. Das hatte ich total unterschätzt. Und da habe ich mich so ein bisschen rangefühlt, wie man sich als Schichtarbeiter wohl fühlt. Und das ist ehrlich gesagt nichts für mich.
weil ich einfach eher ein Tagmensch bin. Ja, ich habe auch überlegt beim Gucken, wieso wird es dann Dani Hell? Mhm. Also man hat das warum Ganze. Warum wohl nicht? Oder Bruch, Mystery-Serie. Wer soll sich sowas angucken oder darf sich sowas angucken und wer nicht? Was ist eure Empfehlung? Also Kinder unter 12 lieber nicht, oder? Nö, das nicht. Wir sind 13? Bei FSK 16. Ist das 16, echt? Mhm. Okay, also ab 13 darf man. Deswegen eine späte Sendung. Und ich glaube, man sollte mal gucken, ob man da Lust drauf hat, wenn man die Folge 1 und 2 geguckt hat. Und wem das zu krass ist, der muss ja nicht weiter gucken. Ja. Das ist ja ein freies Land zum Glück. Ja. Okay, gut. Dann bedanke ich mich für das Interview und wünsche euch viel Erfolg mit der Serie. Vielen Dank. Und auch weiterhin. Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Ja. Ciao. Tschüss.